Hä, was ist das denn für eine riesige Box? Da steht YouTube drauf, Leute. Was ist das? Warte, wir gehen mal ganz kurz rein. Eine Fledermaus. Ah, was ist denn das denn? Was ist denn das hier? YouTuber-Mutanten, sagt mir nicht, ihr wollt uns angreifen. Hallo. Oh Gott, easy cheesy Mutanten. Ab, ihr Paulberger. Crymax? Sam Lucky? Oh mein Gott, Leute, was geht denn hier? Wollen die uns hier angreifen? Da hinten ist auch Buffalo. Buffalo? Was denn, geht wo warst du? Ein schönes Haus hast du hier gebaut, aber wir haben ein Problem, Buffalo. Dieses Haus wird uns die Nacht nicht sicher halten. Wie meinst du das? Natürlich hält uns das sicher. Nein. Komm mal hier rein, guck mal, wie sicher das ist. Ja, mega sicher. Holz, guck mal, das kann ich aber so kaputt machen, Alter. Buffalo, wir haben ein Problem. Komm mal mit, ich zeig dir was. Guck mal, eine YouTube-Box. Siehst du das? Wo hast denn die gefunden? Die war hier. Und guck mal, was hier drin ist. Komm mal rein. Was? YouTuber-Mutanten. Oh, und die wollen uns angreifen, drin? Haben die gesagt. In der Nacht. Was? Ja, unser Haus ist nicht sicher. Wir müssen unser Haus upgraden zu einer 100% sicheren Security-Base, Leute, damit wir die Nacht überleben. Und das werden wir jetzt auch in diesem Video machen. Und am Ende werden uns die YouTuber-Mutanten angreifen. Wenn ihr das nicht verpasst, wollt, lasst ein Like, abonniert den Kanal und schaut das Video bis zum Schluss. Nicht abschalten, aber ich habe eine richtig gute Idee, Buffalo. Und zwar, wir nehmen uns hier Kameras. Ich nehme mal ganz kurz ein paar Kameras. So. Und diesen Kameramonitor. Und platzieren, damit wir die immer während des Bauens, Leute, beobachten können, was die denn so machen. Das heißt, wir nehmen mal ganz kurz hier, zack, zwei, drei, so. Und jetzt kann ich jetzt einfach mal schauen, was die so machen. Noch können die hier nicht raus, aber sobald es Nacht wird, Leute, dann können die hier raus. Oh, ich bin gerade irgendwie unsichtbar, keine Ahnung. So, jetzt aber. Fangen direkt an, unser Haus zu upgraden. Auf keinen Fall wegschalten, Leute. Ich habe ein paar richtig gute Ideen, die wir hier machen können. Und zwar haben wir hier in der Kiste Laser, richtig viele Fallen, also richtig krasse Sachen. Dieses Video wird unterstützt von World of Warship. World of Warship ist ein cooles taktisches Game, wo ihr mit coolen, großen historischen Schiffen gegen andere spielen könnt. Natürlich könnt ihr es auch mit Freunden im Team zusammenspielen. Ihr könnt eure Schiffe auf schönen, einzigartigen Maps kontrollieren, mit lebendiger Landschaft, krasser Grafik und sogar das Wetter ändert sich während des Kämpfens. Du kannst natürlich dein Schiff nach deinem Belieben designen. Im Spiel stehen dir über 500 historische Schiffe zur Verfügung, welche sich über 11 Nationen verteilen. Es gibt dazu noch 4 verschiedene Schiffsklassen, wie die Zerstörer, die Cruiser, die Battleschiffe und die Flugzeugträger. Verfügbar ist es auf allen Konsolen. Besucht jetzt den Link oben in der Videobeschreibung, um World of Warships Legends runterzuladen und erhaltet bei der Registrierung ein Spezialpaket im Wert von 25 Euro, welche diese coolen Sachen beinhalten. 500 Doubloons, 7 Tage Premium, 2 Millionen Credit-Punkte, Tier 4 Schiffe, 6 geskillte Commander-Punkte. Also vergesst nicht, über den ersten Link euch zu registrieren und danke an World of Warship für das Sponsoren des Videos. Und ich würde sagen, Buffalo, wir fangen direkt an. Wie wir unser Haus sicher machen können. Warte, bleib stehen. Okay. Guck mal kurz in die Kamera. Ja, was hast du gemacht? So, hier. An die Haustür. Mach mal rechts auf das Bild. Das ist ein Bild von mir. Das hier. Ein Gesichtserkenner. Oh, stimmt. Hier, nimm mal. Aber wir brauchen auch andere Türen, Leute. Wir nehmen mal ganz kurz eine Iron Door. Weil eine Holzdoor. Hier, mach mal das Bild da rein. Mach mal hier links auch einen Gesichtserkenner von dir, damit du auch reinkommen kannst. Ja, perfekt. Leute. Schon mal können wir hier reinkommen. Aber wir haben ein Problem, Buffalo. Die Wände, die sind viel so schwach. Das ist einfach nur Holz. Wir müssen die upgraden. Wir müssen die stärker machen. Und zwar mit Obsidian. Ich würde sagen, nehmen wir aus der Kiste die 32 Obsidian. Und wir machen auch hier einen Button hin, Leute, damit wir auch von innen wieder rauskommen können. So, so Leute. Ich würde sagen, wir verstärken das Ganze erstmal hier ganz fresh mit Obsidian, würde ich sagen. Damit die Mutanten, weil die Mutanten können hier sowas wie Holz, Leute, können die easy peasy lemon squeezy einfach kaputt machen. Und dann bringt uns das alles hier gar nichts. Dann bringt uns auch unser Gesichtserkenner nichts. Aber Leute, wir fangen erstmal hier harmlos an mit ein paar leichten Sicherheitsmaßnahmen. Und danach wird es immer krasser. Wir werden immer krassere Fallen bauen. Ich habe da auf jeden Fall ein paar richtig gute Ideen, was wir da... Okay, Leute, let's go, so. Okay, Leute, wir haben alle Wände schon mal aus Obsidian gemacht. Das heißt, wir haben unsere Wände verstärkt. Jetzt gucke ich mal in die Kameras, ob alles beim Alten ist. Und... Oh, Buffalo! Da ist ein neuer YouTuber-Mutant dazugekommen! Ein Dr. Bangs Ender-Mutant! Oh mein Gott, oh, es wird immer mehr, Leute. Die wird auf keinen Fall abschalten, Leute. Es werden immer mehr YouTuber werden, die uns angreifen werden. Und das heißt, wir müssen unser Haus immer stärker werden. Das heißt, Buffalo, ich hatte mir nämlich überlegt, dass wir hier so ein Grab machen aus Lava. Aber da jetzt noch ein Enderman dazugekommen ist und die gegen Wasser ja sehr schwach sind, müssen wir noch ein Wassergraben dazwischen machen. Lava und Wasser. Weil, ja, ja. Ist ja schlau. Natürlich, Leute, weil Wasser ist richtig stark gegen Endermänner. Das wissen aber wahrscheinlich die meisten von euch eh schon.
Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Graben perfekt. Und den machen wir jetzt komplett mit Lava. Theoretisch können wir das auch mit World Edit machen, oder? Schon, oder? Ja, ich weiß noch nicht. Machen wir hier so. Moment. So, Leute. World Edit Action. Set Lava. Ja, es geht viel schneller. Guck mal. Machen wir so. Ja, das geht echt. Echt viel, viel, viel schneller. Leute, World Edit, das ist es. Aber wir brauchen noch ein Machst du schon mal den Wassergraben einen Block dazwischen dann? Also bei uns aber hier in der Base, oder? Ja, einfach um die. Hier quasi jetzt nochmal einen Wassergraben. Hier, guck, guck. So. Okay, ich mache. Oder in der Base oder um der Base, so quasi. Machst du einen Wassergraben. Okay, Leute. Das sind schon mal gut. Aber um den Wassergraben muss nochmal ein krasser elektrischer Zaun oder so kommen, würde ich sagen. Und zwar machen wir das jetzt so. Wir nehmen hier, markieren wir bis hier. Machen Set Obsidian. Und setzen hier erstmal ganz viel Obsidian, Leute. Okay, wir haben hier schon mal das Gerüst für unseren Zaun, Leute. Und jetzt, guck mal, machen wir was richtig krass. Und zwar nehmen wir hier diese Laser hier. Ein Shieldpad und Laser. Und jetzt zeige ich euch was richtig Cooles. Und zwar machen wir hier ein Shieldpad. Dann darüber einen, Laser. Und jetzt haben wir einen Laser und jetzt werden wir komplett hier alles voll mit Lasern machen, Leute. So, jetzt mal den letzten Laser hinsetzen, Leute. Und jetzt haben wir hier komplett Schutz mit Lasern. Ich zeige euch mal, wie stark die sind. Und zwar gehen wir Game Mode Create, also Survival. Ihr seht hier mein Leben und jetzt, bam, einmal nur kurz durch. Ah! Oh, ich bin draufgegangen. Ich muss mich kurz hier teleportieren. Oh, wo bin ich denn hier, Alter? Ich tippe mich mal ganz schnell zu dir, Leute. So. Wow, 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 wow. Okay, ganz schnell in Creative, Leute, bevor ich hier wieder drauf gehe. In dieser diese Base ist wirklich schon jetzt mega krass, Leute. Buff, hast du noch eine Idee, was man hier einbauen könnte? Ich könnte Türme an den Ecken platzieren. Okay, dann zeig das mal, damit die Leute auch mal sehen, was du für Türme meinst. Ich check mal ganz kurz. Soll ich die Kameras mal abchecken, Alter? Ich weiß, ich habe schon ein bisschen Angst, ey. So, zeig mal, was für Türme du machen kannst. Ich würde sagen, Leute, ich guck mal ganz kurz in der Kiste. Ich finde diese Türdinger mit dem Gesicht richtig nice. So, Equipment haben wir für später, weil wir werden ja gegen die ja natürlich auch kämpfen. So, ein paar Fallen nehme ich hier, Leute. Ein paar davon, ein paar davon. Und dann würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Fenster. So. So, Buffel, was... Okay, Buffel ist da noch am Tüfteln, Leute. Dann nehme ich mal kurz diese Dinger, damit wir hier auch ein bisschen Licht haben. So. Und jetzt kommen hier ein paar Fallen. Die sind auch krass. Wenn man auf die Fallen geht, dann aktivieren die sich, Leute. Und die machen wirklich auch sehr, sehr viel Schaden. Die machen wir mal einmal komplett um die Base herum, Leute. Oh mein Gott. Die sind wirklich richtig stark. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis die Mutanten dann am besiegt werden. Oder vielleicht verlieren wir das auch, Leute. Es kann sein, dass wir das Bild natürlich auch verlieren, aber ich glaube nicht. Was denkt ihr, Leute? Wer wird diese Runde gewinnen? Die YouTuber-Mutanten oder Team Dandy und Team Buffalo mit unserer krassen Base? Und schreibt in die Kommentare, was ist euer Lieblings-YouTuber? Natürlich außer uns beiden, ist ja klar. Okay, Buffalo, was machst du da? Zeig. Wow. Krass, okay, Buffalo, du rastest ja komplett aus, Alter. Ich weiß ja sonst nicht, was wir da reinpacken können. Und den letzten noch platziert, warte, und zack. So, hast du auf allen Seiten platziert? Ja. Oh, Flammenwerfer, automatische Flammenwerfer, Leute. Oh, ich hoffe, die greifen nicht uns an, Alter. So, perfekt, Leute, und jetzt würde ich sagen, platzieren wir, genau, Barrikaden. Oh Gott, gut, dass ich im Creative bin. Weil sobald es auch Nacht wird, dürfen wir auch nicht mehr im Creative sein, Leute. Das ist auch so ein Ding. Deswegen noch gerade geht's klar. Und jetzt, was mache ich jetzt? Cage Traps. Ja, die Traps brauchen wir auf jeden Fall. So, und zwar machen wir die hier. Was brauchen wir jetzt noch? Ich überlege gerade. Wir haben schon das meiste fertig, würde ich sagen, Bufflö. So, machen wir hier nochmal eine Eisentür hin. Und, wobei, wir können das auch alles mit Fallen machen, Leute. Damit die da auch schön reinrennen. Wir baiten die quasi so in unsere Base. Und zwar machen wir hier überall Fallen. Oh Gott, Alter. So, überall Fallen. Das heißt, die werden dann hier einfach reingehen, schon mal richtig viel Schaden kriegen.
und dann greifen die Türme noch die Rindersen an. Sollte einer versuchen, durch die Laser zu gehen, wird er nochmal durch die Laserschalen kriegen. Hier wird der Enderman an seine Grenzen kommen, Leute, weil hier ist Wasser. Die anderen werden hier durchgehen können, aber dann werden die durchs Lava gehen und das wird auch deren Ende. Und sollten die wirklich bisher kommen, stehen wir und werden gegen die kämpfen. Aber weiter als das kommen die nicht, Leute, weil hier ist ein Gesichtserkenner und die haben ja Mutantengesichter bzw. andere YouTuber-Gesichter. Und das wird dann auch nicht passen. So. Ich würde sagen, Buffalo, ich glaube, es wird langsam dunkel. Ich würde sagen, wir ziehen uns unsere Ausrüstung an. Denn jetzt geht's richtig ab. Nein, die Sonne geht runter. Komm rein. Ich komme. Okay, Leute, ich ziehe uns hier auch eine krasse Obsidian-Rüstung. Die ziehe ich jetzt an. Was hast du diese Laser gemacht? Ja. Du musst jetzt aufpassen, Buffalo. Jeder Schritt ist hier wirklich tödlich in unserer Basis. Wir sind jetzt in Game Mode 0. Eieieiei. Oh, Leute, die Mutanten greifen an uns. Lucky. Mutanten schon da durchgekommen. Boah, ich hab kaum noch Leben. Ich bin durch meinen eigenen Fallen gelaufen. Oh, Goldapfel in der Kiste. Die muss ich holen, Leute. Gar nicht. Oh, nein. Oh, die YouTuber-Mutanten, Leute. Ah! Ein Crime ist drin durch. Okay, rein. Oh, ich werde vergiftet. Oh Gott. Schnell in die Basis. Die Tür soll zugehen. Huh. Leute, Alter, die YouTuber-Mutanten greifen an. Oh mein Gott, Leute. Da ist der Blacky, da ist ein Crimex. Ah, der ist in die Lava gefallen. Okay, was haben wir drin? Wow! Was passiert hier? Ein Crimex ist draufgegangen. Die Ladies haben ihn erledigt. Okay, perfekt. Aber die anderen sind noch da. Stärketränke haben wir auch. Wir müssen da raus, Leute. Let's go. Wir haben eigentlich genug. Und ich würde sagen, let's go, Leute. Let's go! OP-Goldapfel! Awesome Lucky, Alter! Was? Der greift uns an! Oh mein Gott, Leute! Jetzt geht's ab. Da hinten, wer ist eigentlich da noch? Oh Gott, da ist ja noch. Easy cheesy als Wow! Ab in den Laser mit dir! Okay, und da ist sogar noch Dr. Banks! Oh Gott. Oh Gott, wir werden hier teleportiert, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, das war nicht schlau. Wow, was ist das für ein Kampf, Leute? Boah, ich werde hier vergiftet! Hilfe! Oh Gott. Er ist in der Lava! Okay, perfekt. Lass ihn in die Lava. Okay, er ist draufgegangen, aber er wird wiederbelebt, Leute. Das ist die Fähigkeit der Zombie-Mutanten. Die hat sogar auch der YouTuber Sim. Ah! Er hat sich nicht mehr wiederbelebt! Perfekt! Okay, erstmal die Zombies hier wegmachen. Oh mein Gott, was ist das für ein Kampf, Leute? Easy. Oh! Jetzt haben wir hier nur noch Dr. Banks und Easy Cheesy. Dr. Banks ist eigentlich. Er hat sich gerade selbst in die Luft. Oh, hat sie selbst in die Luft gejagt? Ja, genau. Oh mein Gott, Leute. Nein, denn die Rettung. Nein, wo eine Spitzhacke? Okay, wir haben ein Problem, Leute. Wir haben ein Problem. Hier liegen die Überreste von einem Crimex, Leute. Okay. Schnell, mach die Tür ab. Bleib zu. Geh zu. Okay. Wir brauchen eine. Oh Gott, ich kann nicht. Oh, Buffel, wir haben ein Problem. Okay, ich hab TNT. Warte. Okay. Moment. Doch, der Feuerwerfer greift an! Ja? Flammenwerfer. Ja? Ja, er greift an! Okay, Buffalo, ich werde dich mit TNT befreien. Okay, ich geh hier in die Ecke. Also wird ein bisschen auf unsere Base kaputt machen, aber du musst raus! Und? Was? Nein! Buffalo, wir haben ein Problem! Okay, ich werde ihn selber besiegen, Leute! Der Flammenwerfer greift Dr. Banks an! Okay, hat sich teleportiert. Okay. Let's go. Wo ist er? Da! Let's go! Oh mein Gott! Bist du rausgekommen? Nice! Okay, der Flammenwerfer greift an, ja? Oh mein Gott! Ja, geht drauf! Was passiert jetzt? Er macht die. Oh nein! Ah! Okay, er macht seine Superfähigkeit. Wenn er drauf geht, dann macht er das. Okay, Leute. Hilfe. Wow! Was passiert hier? Ich muss schnell meinen Goldapfel essen. Ja, ich esse auch. Oh mein Gott, Leute, aber er hat voll viele Enderperlen gedroppt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Buffalo! Das war ein krasser Kampf, oder? Heftig. Ja, das war ziemlich krass. Leute, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann lasst ein Like da. Wir fanden es richtig cool. Lasst alle Like da. Abonniert Buffalo, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.